Hallo, guten Morgen. Ich heiße Gad und ich studiere hier in der Hochschule Lausitz und ich komme aus dem Jemen und ich möchte euch gerne meine Hochschule jetzt heute vorstellen und komm einfach mit. Übrigens, hier wohne ich, das ist ein Einzelapartmentzimmer, hat die Küche, Badezimmer und voll mobiliert und kostet nur 170 Euro. Wir befinden uns gerade an einem der zwei Standorte der Hochschule Lausitz. In Senftenberg ist eine kleine Stadt, aber sehr gute Bedingungen für Studenten und geringe Lebenshaltungskosten. Senftenberg hat eine sehr gute Anbindung in große Städten, zum Beispiel nach Berlin oder Dresden. Man nimmt mit dem Berliner Brandenburger Ticket 5 Personen mit nur 27 Euro. Senftenberg hat folgende Studiengänge: Biotechnologie, Chemie, Informatik, Kommunikations- und Elektrotechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Naturstoffchemie, Physiotherapie, Wirtschaftsingenieurwesen. Der zweite Standort der Hochschule Lausitz ist Cottbus. Cottbus ist die zweite große Stadt von Brandenburg und es liegt 35 Kilometer entfernt von Senftenberg und bietet folgende Studiengänge: Architektur, Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Gerontologie, Instrumental- und Gesangpädagogie, klimagerechtes Bauen und Betreiben, Sozialarbeit. Fast alle Studiengänge werden auch im Master angeboten. Ich bin gerade in der Mathevorlesung, deswegen muss ich leise sprechen. Das Gute an der Hochschule, dass die Hörsäle sehr groß sind und nicht überfüllt. So, und jetzt nochmal. Ich habe was in der Vorlesung nicht verstanden und deswegen gehe ich zu meinen Professoren zu fragen. Und hier das Beste an der Hochschule, dass die Türen von den Professoren sind immer offen. Und die nehmen sich Zeit für die Studenten. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage, aber ich bin nicht verstanden. Kommen Sie bitte. Dankeschön. Womit kann ich Ihnen weiterhelfen? Mit einer Motorkupplung, die ich nicht verstanden habe. Mit einer Motorkupplung. Sehen Sie, ich habe hier das Getriebe, worum es geht bei uns. Ich werde das Getriebe mal für Sie öffnen. Da können wir die einzelnen Elemente gut sehen. Das Akademische Auslandamt hat immer ein offenes Ohr und sind immer bereit zu helfen, zum Beispiel beim Visumverlängerung oder Visumsprobleme und beim Zimmersuchen. Kommen Sie doch rein. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage. Ja. Ein Kumpel von mir will nach Senftenberg kommen und studieren. Ja, fängt ist aber schön. Semester. Ja. Und der sucht jetzt ein Zimmer. Ah. Die Mensa liegt direkt auf dem Campus. Man bekommt hier ein warmes und günstiges Essen ab 1,50 Euro. Für diejenigen von euch, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, wird an der Hochschule ein Deutsch-Intensiv-Sprachkurs angeboten, den wir Ihnen jetzt vorstellen. Seit dem Wintersemester 2010-2011 bietet die Hochschule Lausitz ein Programm zum erfolgreichen Studieneinstieg für ausländische Studierende an. Solltet ihr euch für dieses Programm bewerben, solltet ihr bereits eine Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium in Deutschland sowie Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen.
Dieses studienvorbereitende Jahr besteht aus einem Deutsch-Intensivkurs, der durch einen sprachpraktischen Teil ergänzt wird. Des Weiteren beinhaltet das Programm kulturell-landeskundliche Veranstaltungen, Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten an deutschen Hochschulen sowie ein integriertes fachliches Propädeutikum. Solltet ihr bereits umfangreichere Deutschkenntnisse besitzen, dann könnt ihr auch zum jeweiligen Sommersemester in das studienvorbereitende Programm einsteigen. Während des vorbereitenden Jahres seid ihr an der Hochschule Lausitz immatrikuliert. Dies bedeutet, dass ihr alle Angebote der Hochschule nutzen könnt und eröffnet euch dadurch die Möglichkeit, euch über euer angestrebtes Studium vorab umfassend zu informieren, beispielsweise durch den Besuch von Vorlesungen verschiedener Fachbereiche. Wir freuen uns auf euer Kommen. Hier ist Gas, ja? Da unten? Ja. Hier. Hier beim Motorroller? Dann da gleich einfach so richtig so, ja? Und dann drehen. Das Studium an der Hochschule hat sehr viele praktische Elemente. Man kann als Student die Labornutzung und die als Projekten mitarbeiten und sehr viele Erfahrungen sammeln, was später auf dem Arbeitsmarkt sehr viele Vorteile mit sich bringt. Obwohl die Senftenbergstadt ist sehr klein, aber bietet aber sehr viele Aktivitäten. Eine davon ist die Sporthalle, ein Angebot von 25 Euro pro Jahr, wo man Sport spielen kann, Fußball und Basketball und alles. Und dazu ist der Fitnessraum dazu. Es gibt aber noch andere Aktivitäten, zum Beispiel Radfahren am See, Snowboarden, Surfen, Segeln und Theater. An der Hochschule fühlt man sich nicht allein und es gibt viele Angebote, vor allem für ausländische Studenten. Zum Beispiel Ausflüge nach Berlin, Grillen am Wohnheim, Bowling, Weihnachtsparty. Es gibt auch das MAID-Projekt. Wenn man als Ausländer Student an der Hochschule ankommt, ist man nicht auf sich allein gestellt. In dem MAID-Projekt der Hochschule wird jedem neuen ausländischen Student ein deutscher oder auch ebenfalls ausländischer Tandempartner mit zur Seite gestellt, um gemeinsam Spaß zu haben und voneinander zu lernen. Dieser Tandempartner hat mich zum Beispiel gleich bei der Ankunft in Senftenberg vom Bahnhof abgeholt und mir nach Hilfe in Mathe gegeben. Das hat mir am Anfang sehr geholfen.